Leute, der liebe Esslos veranstaltet eine ganz, ganz tolle Kooperation, die ich so noch nie gesehen habe. Und zwar nennt sich das Ganze Synchronbacken. An dieser Kooperation nehmen außerdem die liebe Chrissy vom Kanal Amerikanisch Kochen, die liebe Jasmin vom Kanal Jessilicious und die liebe Doris vom Kanal Mrs. Fluri teil. Ich verlinke euch alle Kanäle inklusive dem Kanal vom lieben Esslos natürlich unten in der Infobox und auch alle Videos. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was dieses Synchronbacken überhaupt bedeutet. Da neulich Tag des Käsekuchens war, dachte sich der liebe Esslos, dass wir ja heute alle gemeinsam unser eigenes Käsekuchenrezept präsentieren. Also wie wir den Käsekuchen auf unsere eigene Art und Weise zubereiten. Das heißt, wir haben jetzt alle einen Käsekuchen gebacken, aber auf unsere eigene Art und Weise. Das heißt, ihr werdet jetzt weitere Käsekuchenrezepte sehen und diese werden sich ganz sicher irgendwie voneinander unterscheiden. Deswegen schaut auch unbedingt bei den anderen rein. Wie gesagt, ihr findet alles unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt geht's los mit meinem klassischen Käsekuchen und die Mengenangaben findet ihr auch wie immer unten in der Infobox. Wir brauchen jede Menge Quark, Eier, zerlassene Butter, diese sollte nicht mehr heiß sein, sondern etwas abgekühlt. Außerdem Grieß, Zucker, Schokoraspeln. Ihr könnt die auch weglassen. Ich habe jetzt diesmal noch welche mit reingepackt. Außerdem Vanillepuddingpulver und Backpulver. Zunächst werden Eier, Zucker und zerlassene Butter gut miteinander verrührt. Anschließend werden Speisestärke und Backpulver dazu gesiebt und der Grieß kommt ebenfalls dazu und alles wird klumpenfrei gerührt. Dann wird der Quark vollständig darunter gearbeitet und zum Schluss die Schokoraspeln eingerührt. Statt der Schokoraspeln könntet ihr zum Beispiel auch klein gehackte Pfirsiche oder aber Mandarine reingeben. Da würde dann natürlich auch etwas Zitronenschale dazu passen. Das Ganze schmeckt dann schön frisch. So kommt die Quarkmasse dann in eine ausgebutterte und mit Grieß ausgestreute 24er Springform, wird gleichmäßig darauf verteilt und anschließend bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 50 bis 60 Minuten goldbraun gebacken. Nach der Backzeit sollte der Kuchen ca. 30 Minuten im Backofen auskühlen, dafür die Backofentür einen kleinen Spalt öffnen und dann nach der halben Stunde rausnehmen, komplett auf Zimmertemperatur bringen lassen und am besten dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Nach der Kühlzeit kann natürlich dekoriert werden. Ich habe mich einfach nur für Puderzucker entschieden und kurz vorm Servieren habe ich dann auf die Stückchen noch etwas Schokosirup gegeben. Ich hoffe, ihr probiert mein Rezept mal aus und schaut auch bei den anderen mal vorbei. Ihr findet alle Kanäle und Videos zu dieser Synchron-Kooperation unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und falls ihr das Rezept mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!